Die Wiedergeburt des Buddha, Ryōkawa. Die Erlösung der Menschheit. Wenn ihr an meine Stimme glaubt, dann glaubt diese Worte, die ich jetzt spreche. Buddha und seine Schüler werden immer in Zeiten, die voller schwarzer Wolken sind, auf der Erde geboren. Das sind jene Zeiten, wenn sich die Menschen psychisch am Boden befinden. Es hat einen Sinn, dass Buddhas Schüler gerade in solchen Zeiten geboren werden. Denn nur in solchen Zeiten ist die Erlösung der gesamten Menschheit möglich. Ihr dürft euch nicht beklagen über die Zeit, die Umstände oder die Menschen, mit denen ihr zusammen auf der Welt seid. Die Zeit, in der ihr auf die Erde hinabsteigt, die Zeit, in die ihr geboren werdet, ist immer eine Zeit des Leidens und des Schmerzes für die Menschheit. Doch ist es nicht eure Aufgabe, gerade in diesen Zeiten der Dunkelheit das Herannahen des neuen Zeitalters zu verkünden? Ist das nicht die Art und Weise, wie ihr das Versprechen, das ihr Buddha gegeben habt, halten könnt? Kommt, folgt mir, meine geliebten Schüler, mein Herz ist voll von Freude, euch wieder in diesem Leben zu sehen. Ich habe euch versprochen, dass ich wieder zurückkommen werde in den Endtagen des Dharma. Ich habe euch versprochen, dass ich wiedergeboren werde, um mit euch zusammen alles daran zu setzen, gemeinsam miteinander das Buddha-Land aufzubauen. Ich habe euch versprochen, dass ich in den Endtagen des Dharma auf die Erde heruntersteigen und ein neues Gesetz predigen werde. Könnt ihr euch an dieses Versprechen, das ich euch gegeben habe, erinnern? Ich habe dieses Versprechen niemals vergessen. Die Endtage des Dharma sind gekommen. Die Zeit ruft mich und euch. Meine ewigen Schüler, glaubt an meine Stimme. Erwacht zu meiner Stimme. Geht in die Richtung, in die ich euch führe. Kommt und folgt mir. Folgt der weißen Hand, mit der ich euch winke. Ich bin euer ewiger Meister. Es ist die Mission des Schülers, dem ewigen Meister zu folgen. Ihr dürft diese Mission niemals aus dem Auge verlieren.